Internet und willkommen zu Tag 3 und unseren Filmkritiker-Selbstgesprächen. Und Joachim weiß jetzt alles über die Liebe und er weiß auch, wer die erfunden hat. Also die erfundene Liebe ist der neue Film von Lola Wandel. Die ist bekannt geworden durch Die Libelle und das Nashorn, der letztes Jahr auf dem Filmfest München gezeigt wurde. Und eigentlich ist die Erfindung der Liebe, also den Film, den ich heute gesehen habe, von ihr vorher entstanden. Dann ist allerdings das Schlimmste passiert, was einem Film und einer Regisseurin und überhaupt passieren kann. Die Hauptdarstellerin Maria Kwiatkowska ist gestorben. Und damit war der Film erledigt. Aber dann hat sie es tatsächlich hinbekommen, mit einem Kunstgriff diesen Film nochmal mit den Szenen, die damals entstanden sind, nochmal in eine ganz neue Reihe zu kriegen. Und es ist ein Film geworden, der sehr viel über das Filmemachen erzählt. Es ist ein Film im Film über Film. Ich finde, das ist wirklich für die Umstände ein großartiger, zum Teil sehr lustiger Film geworden. Ja, und was hast du heute gesehen? Ich habe heute einen Film gesehen, der heißt Milo, und da kriecht einem Mann ein Dämon aus dem Arsch. Es ist aber eigentlich ein sehr interessanter Independent-Film aus Amerika von einem Menschen namens Warren, der mit den Duplass Brothers eigentlich zusammenarbeitet. Und natürlich ist es nicht einfach nur so lustiges Analgedönse. Der Punkt ist, dass dieser Dämon quasi das manifestierte Unterbewusstsein dieses Mannes ist. Dieser Mann hat ganz viele von seinen Ärgernissen und seinen Ängsten und so weiter nicht rausgelassen. Was passiert? Irgendwann kriecht ihm sein Ärger aus dem Arsch quasi. Auf jeden Fall ist der Film am Anfang sehr lustig, aber so ab der Mitte des Filmes wird es dann doch so ein bisschen müde. Weil, wie immer mit solchen Ideen, die Ideen sind immer brillant und die eignen sich sehr gut für einen Kurzfilm, aber irgendjemand musste dann halt einen Langfilm draus machen und das geht dann meistens schief. Und wie ich da jetzt eine smoothe Überleitung zu deinem zweiten Film finde, weiß ich nicht. Also erzähl einfach davon. Ja, also, naja gut, die Überleitung ist vielleicht etwas gewagt, aber bei What Maisie Knew ist auch einiges im Arsch. What Maisie Knew, das Glück der großen Dinge, startet in der nächsten Woche in Deutschland im Kino und erzählt eigentlich die Geschichte der kleinen Maisie, deren Eltern in Trennung leben und anfangen einen Rosenkrieg zu führen. Und beide haben halt nie Zeit für das Mädchen und es wird immer nur umgeschoben. Und beide leben ihr Leben total egoistisch und achten überhaupt nicht drauf, was das mit diesem kleinen Mädchen anrichtet. Und dann passiert aber eine wunderbare Wende, dass nämlich die beiden Ersatzeltern, also die jeweiligen neuen Partner des Elternpaares, anfangen, sich um dieses Mädchen zu kümmern und ihm eine Geborgenheit geben. Also kann ich vielleicht einen Tisch organisieren. Weißt du, du bekommst keinen Bonus dafür, wenn sie sich in dich verliebt. Also, was macht ihr beiden mit meiner Tochter? Wir kümmern uns, während du auf Tour bist. Film, der sehr viel Freude macht und auch sehr viel zum Nachdenken anregt. Also schaut ihn euch an, kann ich auch nur empfehlen.